Wie regelmäßig sollte ich releasen? Für mich ist Faktor 1 das Genre. Es gibt Genres, die haben einfach einen kürzeren Release-Cycle als andere. Ich halte Lo-Fi für eins der Genres, die einen sehr kurzen Release-Cycle haben. Ihr seid ein Vertrieb für elektronische Musik, vorrangig. Macht das was aus im Zusammenhang mit anderen Genres? Hallo und herzlich willkommen zum Dicktes Deep Dive, deinem Musik-Business-Podcast. Mein Name ist Nico. Ich bin Luca, ich bin der Head of Marketing. Du bist ja unser Network Manager. So ist es. Vielleicht kurz für die Leute, die uns noch nicht kennen an der Stelle. Und wir haben uns heute wieder ein paar Fragen rausgesucht, die aus der Community kamen. Die haben wir über Social Media und Co. gekriegt. Wir fragen da immer mal wieder nach, ob es offene Fragen gibt zu uns, zum Vertrieb, zur Musikindustrie überhaupt. Und haben die wieder hier in unser Handy getippt. Der Luca weiß nicht, was ich drinstehen habe und ich weiß nicht, was der Luca drinstehen hat. Und deshalb sage ich, springen wir einfach mal rein. Ja? Voll gerne. Okay. Vielleicht noch kurz eine Sache, weil wir haben hier hinten zwei nette Aufsteller für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben tatsächlich wurden wieder ausgezeichnet als Platinum Preferred Partner von Spotify, was, denke ich, ganz erwähnenswert ist auch hier in der Runde. Sind mega, mega happy, mega stolz und ich glaube, das zeichnet uns jetzt wieder aus für unsere tolle Arbeit. Also tatsächlich bin ich da auch sehr stolz drauf. Das trifft sich gut, denn die erste Frage, die ich mir notiert habe, ist, ihr seid Spotify Preferred Partner. Ja. Was heißt das denn? Und vielleicht von mir auch noch kurz einen Satz dazu. Ja. Das ist für uns auch so ein kleiner Ritterschlag als Vertrieb. Ja. Und das ist wirklich, also schön, dass wir das erreichen konnten. Ich meine, man will sich ja selber nicht so wirklich immer, keine Ahnung, lobend irgendwie ausschmücken, ja. Aber tatsächlich ist es dadurch umso schöner, irgendwie auch von so einem großen Partner auch ausgezeichnet zu werden als Platinum Preferred Partner. Und vielleicht kurz zu deiner Frage dann. Ja. Im Endeffekt, diese Auszeichnung besagt im Endeffekt, dass wir den höchsten Qualitätsstandard erfüllen, was den Vertrieb von Musik angeht, zu Spotify. Also es gibt da, ich glaube, es gibt drei Level. Mhm. Es gibt ein Silbertier, es gibt ein Goldtier und es gibt ein Platinumtier. Und in diesen Tiers müssen halt eben unterschiedliche Requirements auch erfüllt werden. Darunter zählt einfach eine gewisse Metadatenqualität zu erfüllen. Das sind oftmals dann technische Faktoren, die du als Vertrieb dann erfüllen musst. Du musst ein Fingerprinting-System bereitstellen. Also sprich, jedes Mal, wenn Künstler oder Labels bei uns Musik anliefern, checken wir das eben mit einer Datenbank gegen, um eben zu vermeiden, dass es da zu Copyright-Verletzungen kommt oder dergleichen. Und das sind alles eben Punkte und Requirements, die es zu erfüllen gibt und wir erfüllen die glücklicherweise und das schon zum zweiten Jahr jetzt in Folge. So ist es. Und deswegen ist auch tatsächlich ein ganz gutes Indiz für Leute, die jetzt beispielsweise einen Vertrieb suchen, die Augen aufzuhalten. Klar. Nach Partnern, die eben ein Preferred Partner sind. Da gibt es eben auch nicht so super viele. Mhm. Und sich dann eben an die zu halten, wenn es darum geht, irgendwie die Musik zu veröffentlichen. Oder was ja auch besonders schön ist, ist, Spotify hat ja eine dedizierte Seite für Preferred Partner. Genau. Und dick ist eben dort zu sehen. Das finde ich ganz umwerfend natürlich. Und wenn eben jemand einen Vertrieb sucht und über diese Seite stolpert und Spotify wirklich auch aktiv empfiehlt, hey, das sind die Vertriebe, mit denen wir direkt zusammenarbeiten, hier gibt es gute Qualität, hier wird sich um euch gekümmert, dann finde ich das schon eine schöne Angelegenheit. Voll, total. Mega. Mega. Und eine hübsche Plaketten, ehrlich. Absolut. Richtig gut. Ja. Sieht gut aus im Schränkle. Alright, ich habe hier eine Frage. Lohnt sich Meta Verified und könnt ihr uns helfen, verifiziert zu werden auf Facebook und Instagram? Ich persönlich halte es für eine Glaubensfrage, ob sich das lohnt oder nicht. Ja. Vielleicht muss man nochmal kurz erklären, was Meta Verified ist. Im Endeffekt ist es der blaue Haken. Inzwischen eher auf Instagram als auf Facebook. Ich erinnere mich noch, was haben wir damals 2014, 2015 um diesen blauen Haken auf Facebook gekämpft? Ja. Also mit unseren eigenen Artist-Projekten und hatten den dann irgendwann und dann war es irgendwann total irrelevant auf Facebook, weil, weiß ich nicht. Und das nächste Ding nach Facebook war natürlich dann Instagram. Und auf Instagram diesen blauen Haken zu haben, war eben oder ist eine große Sache. Ne? Ursprünglich war das so, dass man den blauen Haken wirklich nicht einfach so gekriegt hat. Das war ein strikter Prozess.
Und wenn da jemand so einen blauen Haken gehabt hat, und ich bin mir sicher, die Hörer und Hörerinnen wissen es selber, dann war das schon was Besonderes. Ne? Da guckt jemand deine Story mit einem blauen Haken, dann ist es sofort so, okay, hey, wer ist das? Insofern, dieser blaue Haken ist in gewisser Weise schon ein Prestigeobjekt, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Es hat eben einfach diesen Vorteil dieser wahrgenommenen Kompetenz. Du gehst auf ein Profil, da ist der blaue Haken. Okay, hier muss was sein. Das ist jetzt nicht irgend so ein Hüllewi-Profil. Und ja, wie gesagt, das war immer ein langfristiger Prozess, ein langwieriger Prozess. Man hat da Presseartikel einreichen müssen, Links einreichen müssen. Wenn man es selber beantragt hat, was ja eine Zeit lang ging, hat man seinen Personalausweis einschicken müssen. All solche Dinge. Und selbst dann war es wirklich sehr, sehr ungewöhnlich, dass man diesen blauen Haken gekriegt hat. Es gab so Services, so Spam-Services, die haben es dann angeboten für 15.000 Euro. Also komplett verrückt alles, weil es eben so schwer war zu bekommen. Wir konnten vertriebsseitig da schon auch aushelfen und können es auch immer noch, weil wir eben Meta-Partner sind und da einfach Einreichungen machen konnten mit den vorliegenden Beweisen. Und es hat auch wirklich gut funktioniert. Aber seit Ende letztes Jahr, glaube ich, Ende 2023, Q3, Q4 vielleicht. Kurz bevor eigentlich Meta Verified eingeführt wurde, also sprich dieses Subscription-Modell, wo eben die Leute dafür zahlen mussten, um eben verifiziert zu werden. Ich glaube, ganz knapp davor hat es schon angefangen, dass es immer schwieriger wurde. Ja, also ich glaube, man kann es so sagen, wir führen ja bei uns immer Statistiken und wir haben eine Liste, da kann man sehen, wie viele Leute oder wie viele Anträge waren erfolgreich. Mhm. Und während das 22 und 23 meistens grün war und die meisten davon wurden echt angenommen, hat man gesehen, sobald so die ersten News reinkamen, dass Meta das anbietet, Meta Verified, und dazu kommen wir gleich, dass man es kaufen kann, haben wir uns offensichtlich und andere Vertriebe sich auch immer ein bisschen schwerer getan. Also die Liste wurde immer ein bisschen weniger grün. Ja. Zum Ende hin, wie gesagt, Q3, Q4 2023 hatte Meta dann ja angefangen, Meta Verified direkt in der App anzubieten. Ja. Das heißt, man kann Preis, ich habe es nicht mehr im Kopf, 19,99, 24,95, sowas, im Monat bezahlen. Dann hast du diesen blauen Haken. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, ne, wollte es Meta dann vollends verkaufen. Und dann waren die Partner da auch eher machtlos dann gewesen. Ob es sich lohnt oder nicht, ich habe einen blauen Haken. Ich persönlich halte es für eine Professionalitätssache. Mhm. Ich halte es für ein Prestigeobjekt auf dem Profil. Es ist nun mal so, dass heutzutage viel, viel, viel online stattfindet und viel Online-Einschätzung auch stattfindet von dir als Person, dir als Künstler und so weiter. Und deshalb, ich persönlich habe ihn. So. Ja. Ich denke, es gibt andere Arten und Weisen, diese Prestige auf Social Media zu haben. Ne? Also, was zum Beispiel viele machen, ist, die gucken, gehen auf Profile und gucken, wie viele Mutual Followers sie haben. Mhm. Ne? Also wenn dir die halbe administrative Musikindustrie folgt, alle Labelheads, alle A&Rs und die Leute gehen auf ein Profil und sehen das, dann ist es schon auch, macht es schon auch einen Eindruck. Ja. Aber wie gesagt, ich persönlich halte es für sinnvoll. Ja. Ich glaube, die Wertigkeit davon war ja vor ein paar Jahren noch ein Ticken höher. Das stimmt. Weil ich weiß noch, damals konnten, glaube ich, nur verifizierte Profile auch ein Swipe-Up zufügen. Jetzt gibt es das ja mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr. Gibt es noch ein Swipe-Up? Nee, du kannst jetzt einfach so ein, genau, bei Werbeanzeigen und du kannst jetzt einfach so einen Link hinzufügen. Genau. Und das ist ja jetzt auch jedem User so gesehen freigestellt oder erlaubt, auch Links hinzuzufügen. Das war lange Zeit auch für mich als Künstler echt ein Painpoint, weil viele andere Künstler, die zu der Zeit schon verifiziert waren, die haben dann halt einfach irgendwie in ihrer Story davon gesprochen, hey, ich spiele dort und dort übermorgen und swipe up für die Tickets. Mhm. Und ich musste im Endeffekt jedes Mal dann sagen, hey, geh bitte auf mein Profil, klick auf die Bio, geh diesen komplizierten Weg, um überhaupt an die Ticketlinks dann zu kommen. Also das war damals schon sehr wertvoll, da verifiziert zu sein. Das stimmt. Ich glaube, heutzutage ist es
ist es ja eher so ein Prestige-Ding oder eher so ein Professionalitäts-Ding, ich denke auch, ja. So wie du es gesagt hast. Was ich nur super schade finde, jetzt auch bei Meta Verified, dass du ja zwingend in deinem Profil deinen persönlichen Namen, vollen Namen zeigen musst. Also für Leute oder für Brands im Endeffekt ist es ja unmöglich, die nicht ihren persönlichen Namen zeigen möchten oder sharen möchten, verifiziert zu werden darüber. Ja, also das finde ich persönlich so ein bisschen schade an diesem ganzen Konzept. Also man könnte ja trotzdem im Backend das irgendwie verifizieren lassen. Ja, und du zahlst dann dafür, ohne dass dein Name nach außen getragen wird. Aber gut, das ist dann eben deren Policy. Ja, wir als Vertrieb können nach wie vor die Sachen versuchen, zumindest einzureichen. Ich weiß noch damals, vor ein, zwei Jahren, als es noch easy möglich war für uns, Verifizierungen auch zu bekommen, war es ja wirklich so, da waren Leute mit 100 Followern, die dann einen blauen Haken bekommen haben. Stimmt. Also das war wirklich Wahnsinn. Das hat relativ wenig auch gebraucht. Heutzutage, ich glaube, von 20 Einreichungen klappt es vielleicht bei einem oder bei zwei, und da müssen dann wirklich aktuelle Presseartikel da sein. Ich glaube, die dürfen nicht länger oder älter sein als 6 Monate. Und es darf dann auch nicht irgendwie was gekaufte Presse sein, sondern es muss dann wirklich irgendwie Hand und Fuß haben. Und je nach Genre ist es natürlich auch total schwierig. Ne? Ja. Also wir haben vor kurzem mit einem Lo-Fi-Artist gequatscht und er sagt, hey, im Lo-Fi gibt es keine Presseartikel. Das findet einfach nicht statt. Ja. Also selbst wenn du jetzt einen großen Lo-Fi-Hit hast, wenn man das so sagen kann, dann sagen die, hey, da gibt es keine Presseartikel. Ja. Das passiert einfach nicht so. Ich glaube, das ist ja auch sowieso so eine Schwierigkeit oder so ein Problem des Lo-Fi-Genres an sich, wahrgenommen zu werden als Künstler. Auch wenn du die beste Lo-Fi-Musik der Welt machst. Ich glaube, die Leute, dadurch, dass es halt eher primär als Hintergrundmusik gehört wird, auch von den Usern. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich glaube, die Diskussion hatten wir auch schon ein paar Mal. Aber vielleicht noch kurz um den kleinen Dämpfer, dass wir jetzt bei Meta Verified als Vertrieb offensichtlich leider nicht mehr so die Macht haben wie früher. Um das kurz auszugleichen, wir können TikTok-Verifications machen. Das ist, das ist jetzt der neue Spaß. Ja, grundsätzlich auch, wenn ihr Fragen habt zu Verifizierung, auch unser geschätzter Kollege, der Marvin aus dem Social-Media-Team, der macht da immer super Videos auch dazu. Also es gibt ja auch auf SoundCloud die Möglichkeit, verifiziert zu werden. Twitter kannst du es ja auch kaufen mittlerweile. Auch wenn ihr eure Profile claimen wollt, das zählt zumindest für mich so zur Hausaufgabe eines jeden Künstlers. Definitiv. Seine Profile da zu pflegen und da so professionell wie nur möglich aufzutreten. Deswegen schau da auf jeden Fall mal vorbei. Wir verlinken das auch einfach in der Description vielleicht dann nochmal. Da gibt es ein paar echt super hilfreiche Videos, die vielleicht der ein oder andere dann auch nicht so auf dem Schirm hat. Ja. Guter Plug. Cool. Let's go. Was haben wir noch? Was ist Beatport Hype und was bringt das? Gut, Beatport Hype ist ja jetzt schon ein paar Jahre da. Ich weiß halt, damals war der Aufruhr so relativ groß darum. Beatport Hype ist im Endeffekt ein Programm von auch ein Subscription-Programm von Beatport selbst, wo sie eben kleine bis mittelgroße Labels versuchen, noch verstärkter zu pushen, ja, und denen eine Plattform oder einen Bereich zu geben auf dem Shop, wo eben ausschließlich für kleine bis mittelgroße Labels eben gedacht ist. Ja. Also da taucht dann kein Drumcode oder auch kein Ultra Records oder größere Labels auf, die halt schon mehrere Jahre etabliert sind und so gesehen auch so ein bisschen die Charts dann dominieren und den Raum auch für kleinere bis mittelgroße Labels dann einfach wegnehmen. Es ist ja doch auch ein Wettbewerb. Genau, ne? Also voll. Beatport ist im Grunde genommen an vielen Stellen auf der Plattform auch ein Wettbewerb, besonders natürlich in den Charts. Und da tun sich natürlich die kleineren Labels einfach schwer, wenn da so diese Evergreen-Names in allen Charts so voll vertreten sind. Total. Es ist ein monatliches Subscription-Modell, also es kann auch wirklich jedes Label auf Beatport abschließen. Ganz wichtig an der Stelle ist eben noch dazu zu sagen, Beatport Hype ist ja nicht für jedes Genre verfügbar. Also wenn du jetzt ein Label bist aus dem Hard-Techno-Bereich beispielsweise, da gibt es Beatport Hype nicht. Ja? Da macht es natürlich keinen Sinn für dich, eine Subscription für Beatport Hype abzuschließen, wenn natürlich deine Releases
nie in Hype landen würden, weil einfach Hype nicht für dieses Genre freigegeben wurde. Und wie wird das festgelegt? Legst du dein Genre selber fest? Also sagen wir, ich wäre jetzt ein Hard-Techno-Label. Ja. Mhm. Kann ich da nicht einfach sagen, ich bin ein Techno-Label und Beatport Hype anmache? Du könntest es versuchen, ja, aber Beatport hat da eigene Algorithmen, die im Endeffekt bestimmen, welches Genre dein Track hat. Ja. Und die sind da auch sehr strikt, was das Thema angeht. Wir haben da regelmäßig Diskussionen mit unseren Labels darüber, weil wir natürlich die von dem Label festgelegten Genres auch übermitteln an die Plattform, aber eben dann Beatport einen eigenen Algorithmus hat, der dann eben beispielsweise sagt, okay, dein Track ist kein Techno, Peak-Time-Techno-Track, sondern eben ein Hard-Techno-Track. Und das dann eben auch umschlüsselt. Und da gibt es dann für uns, wir können natürlich da jederzeit den Plattformen und auch in erster Linie da Beatport dann schreiben, aber in der Regel bleiben die bei dieser Entscheidung. Ja? Mhm. Und da ist fast unmöglich, da irgendwie nochmal das Genre dann zu ändern. Ja? Ja. Also klar, man kann so Tricks versuchen, ja, hilft dir aber auch nichts, dann wirst du vielleicht gechartet in Techno-Peak-Time, aber die Leute, die Charts hören, die sagen, was macht der Track da eigentlich klar da drin? Also auch da ist, glaube ich, einfach nur zu empfehlen, so präzise wie nur möglich auch sein Track zu kennzeichnen oder einzuklassifizieren, um da einfach den größten Erfolg dann auch mitzunehmen. Ja. Verstehe. Und was sind die Thresholds? Boah, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber die Thresholds sind schon relativ hoch angesetzt. Also teilweise tummeln sich auch Labels jetzt im Hype-Bereich, wo du auch vielleicht so ad hoc sagen würdest, okay, was machen die da eigentlich? Die würde ich eher zu den größeren Labels zählen. Aber eben durch diese Hype-Subscription hast du eben nicht nur die Möglichkeit, in den Hype-Charts, in diesen dedizierten Hype-Charts aufzutauchen, sondern eben auch erhöhte Chancen auf Features, auf Banner, klar, auf, keine Ahnung, Stuff-Pick-Features. Das gibt einfach nochmal Beatport auch ein Signal, also muss man einfach so sagen, dass das Label auch ernsthaft auf Beatport stattfinden möchte. Und klar, ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Wir haben ja sehr, sehr gute Beziehungen auch zu Beatport als einer unserer fast längsten Partner überhaupt. Einfach auch durch unsere elektronische Musikhistorie. Klar. Aber ja, Beatport Hype hilft ohne Frage. Wie gesagt, solange das irgendwie das Genre auch abgebildet wird. Cool. Ja. Nee, also teilweise für Labels hat es schon echt einen riesen Impact gehabt. Also jetzt auch zuletzt, Jay Lumen hat da Riesenerfolge mit erzielen können. Und wenn du dann auch in den Hype-Charts relativ hoch chartest, also wenn du da ordentlich Verkäufe auch erzielst, wirkt sich das auch auf die großen Charts dann aus, auf die Overall-Charts. Und lässt sich auf jeden Fall eine Korrelenz irgendwie abbilden. Ja, das sehen wir häufiger. Okay, ja. du bist in Hype, steigst dort in den Charts und natürlich helfen diese Verkäufe wiederum in die normalen Beatport-Charts zu kommen. Es korreliert also dicht natürlich in den oberen Positionen vor allem. Und wir haben da schon ein paar Tracks wandern sehen auf jeden Fall. Absolut, ja. Alright. Nächste Frage. Bin immer gespannt, weil ich nie weiß, was kommt. Die Frage wurde mir tatsächlich gestern erst gestellt. Wie regelmäßig sollte ich releasen? Ich glaube, es wandelt sich immer wieder. Also hier spielen wieder unfassbar viele Faktoren rein. Für mich ist Faktor 1 das Genre. Es gibt Genres, die haben einfach einen kürzeren Release-Cycle als andere. Wir haben vorher über Lo-Fi gesprochen. Ich halte Lo-Fi für eins der Genres, die einen sehr kurzen Release-Cycle haben. Wenn man jetzt zum Beispiel kommerzielle Dance-Musik macht, wir sprechen von potenzieller Radio-Promo, wir sprechen von Blog-Promo, wir sprechen von all diesen Dingen, dann glaube ich, dass der Release-Cycle auch schon wieder länger ist. Ja? Also ich denke zum Beispiel kommerziellerer Dance, so Radio-Ready-Zeug, hat fast den längsten Release-Cycle neben Popmusik und Co. Ja. Und deshalb glaube ich einfach, dass das Genre einen riesengroßen Einfluss drauf hat. Und ich glaube auch, dass die Zeit sich einfach ein bisschen ändert. Ne? Also ich habe, man guckt ja dann immer mal wieder irgendwelche Videos und was ist denn aktuell so der allgemeine Tonus? Ja. Und ich habe letzte Woche auch erst wieder ein Video gesehen, da wurde dann drüber gesprochen, hey, die Strategie 2024 ist
zu sehen, auf die Algorithmen zu kommen. Ja. Ne? Und auf die Algorithmen kommt man mit Volumen im Endeffekt. Mhm. Ne? Und deshalb release doch mal alle 2 Wochen. Und das war ein Popsänger, der das gesagt hat. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist schon spannend. Also es ist für mich eine Genresache. Ich glaube, es wandelt sich ständig mit der Zeit. Und ja, es ist auch ein bisschen eine Sache von deinem Plan. Wenn du jetzt diesen klassischen Release-Plan hast mit, okay, wir haben die Pre-Release-Phase, gehen da ins Marketing rein, der Track kommt raus und danach haben wir eben diesen klassischen Release-Cycle. Und je nachdem, was du da marketingtechnisch eben machen möchtest, ja, daraus bildet sich, wie oft du releasen solltest. Ich persönlich sag, mit 4 Wochen macht man eigentlich nichts falsch. Ja. Alle 4 bis 6 Wochen Track releasen ist gut. Ne? Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es da noch ein richtig und falsch gibt. Mhm. Klar, über alle 3 Tage brauchen wir nicht sprechen. Sowas ist natürlich totaler Quatsch. Aber es gibt inzwischen Leute, die großen Erfolg damit haben, alle 2 Wochen zu releasen. Das hat alles seine Vorteile, seine Nachteile. Ich persönlich halte 2 Wochen für zu kurz, weil du in deinem Release-Cycle dann zu wenig Platz hast für algorithmische Playlisten auf Spotify, weil eben immer nur ein Track davon aus deinem Katalog dafür gepickt werden kann und, und. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine richtige oder falsche Antwort gibt. Wie siehst du das denn? Ich glaube auch nicht, dass es da eine richtige oder falsche Antwort dazu gibt. Ich finde es auch nur spannend, weil ich weiß doch vor ich glaube, 3, 4 Jahren zu Slaphouse-Zeiten, wo ich glaube, Weiß war einer der ersten Acts, die angefangen haben, wirklich, glaube ich, jede Woche ein Release zu haben. Und es hat ja damals super funktioniert. Und ich hatte da damals zumindest so den Eindruck, okay, es entwickelt sich alles irgendwie so in so eine Richtung. Mhm. Jede Woche ist eine Voraussetzung fast schon. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen als Producer, als Künstler. Auch mit deinem Team drumherum, mit dem Label, mit dem Vertrieb, das so abzustimmen, dass da wirklich jede Woche was rauskommt. Also klar, absolut, auch für mich persönlich, nicht empfehlenswert, so zu arbeiten, weil ich auch voll bei dir bin. Ich glaube, wenn du jede Woche release, kannst du auch diese einzelnen Releases gar nicht ordentlich arbeiten und denen auch den Raum geben, sich zu entfalten. Manchmal klappt es vielleicht ja auch nicht, direkt am Release-Tag in der Playlist zu landen oder das Feature direkt zu bekommen. Manchmal braucht es einfach 2 bis 3 Wochen teilweise sogar, bis da überhaupt mal auch vielleicht so ein gewisses Momentum dann anfängt zu entstehen. Ja. Und wenn du dann direkt schon mit dem nächsten Track hinterherkommst, dann verpufft es einfach. Ja. Ich glaube auch, dass das besagter Sänger, von dem ich das Video gesehen habe letzte Woche und gerade Weiß zum Beispiel, das sind totale Edge-Cases. Ja. Es ist ungewöhnlich, dass man alle 1-2 Wochen releasen kann und damit jeweils Erfolg hat, aber in deren Fällen ist es eben so, weil die eben die Zielgruppe haben, die drauf wartet. Ja. Ne? Auch das ist ein riesengroßer Faktor. Wenn du 3000 Leute hast, die ständig auf ein neues Release von dir warten, dann kann man das vielleicht machen. Ja. Ne? Den Ansatz, den ich sehr interessant fand, ich glaube, das hat der Medusa gefahren und fährt es, glaube ich, immer noch, diesen Ansatz zu fahren, ist ja an sich ein elektronisches Musiktrio. Trio? Sind es drei? Ja. Ich dachte sogar, es sind 4, aber weil irgendwie noch einer im Background irgendwie mitproduziert, aber das heißt drum. So, die fahren ein ganz interessantes Konzept für mich, weil die finden sowohl im Radio statt, als auch in der Clublandschaft. So. Und die haben, glaube ich, 2 bis maximal 3 Radio-Single-Releases im Jahr. Welthits. Ja, Welthits muss man fairerweise dazu sagen. Ja. Und releasen aber unterm Jahr trotzdem mindestens, glaube ich, 5 bis 6 Clubnummern. Ja. Also das finde ich auch sehr interessant, das so ein Stück weit auch aufzusplitten und zu sagen, okay, ich habe einfach meine Focus-Single, meine Focus-Radio-Single, habe aber vielleicht noch, keine Ahnung, mach noch ein Alternative-Album, wo natürlich jetzt nicht ein komplett anderer Stil ist, ja, aber das so ein bisschen Variation auch in mein Künstlerprojekt irgendwie reinbringt. Ja. Das finde ich schon sehr interessant. Und ich glaube, das funktioniert dann auch wieder, weil du ja andere Playlisten und andere Hörer auch so ein Stück weit attractest. Ich denke, auch das hat auf Medusas Seite so einen Verwirklichungscharakter und mir persönlich gefällt das total gut, weil wenn man sich das Projekt anguckt, dann ist völlig klar, okay, es gibt diese Hits, die haben einmal den großen Hit gehabt, um durchzubrechen. Ne?
kommen eigentlich aber aus der eher klubbigeren Richtung. Ja. Ja, und was machst du dann? Klar, du kannst die Hits nicht weglassen. Wenn du gerade einen Welthit hast, dann musst du halt versuchen, noch einen zu machen. Ja? Weil es gibt Leute, die erwarten das da draußen und vielleicht findest du es ja auch gut und so weiter. Oder du bist Route 94, der mit My Love irgendwie den Durchbruch hatte und einfach dann sein Soundcloud-Track mit, glaube ich, 90 Millionen Streams einfach gelöscht hat. Ja, oder so. Weil er einfach keine Lust hatte auf den Kommerz. Auch nicht schlecht. Und dann haust du halt die Clubnummer dazwischen. Also dann sitzt du im Studio, hast deine Liebelei mit den härteren Nummern und dann machst du die auch noch. Aber auch das ist auch wieder so eine Pro- und Kontra-Sache. Ja? Das waren jetzt ein paar Pros, was du gesagt hast, waren ein paar Pros. Andere Leute würden vielleicht sagen, hey, du verwirrst den Spotify-Algorithmus, wenn du einmal eine kommerzielle Radionummer, die recht poppig ist, release und aber 4 oder 5 Nummern unterm Jahr, die, weiß ich nicht, Supermode Remix zum Beispiel. Ja. Ja? Das ist ja dann doch eher gib ihm. Ja, ja, total. Also es ist eine spannende Frage. Ich glaube, jeder muss es ein bisschen für sich entscheiden. Was ist der Plan? Ich glaube, es gibt für jeweilige Situation das Richtige oder Falsche, aber es gibt nicht einmal so dieses pauschale richtig oder falsch. Ich persönlich, ich sage, ich möchte ungefähr 8 bis 10 Singles im Jahr machen und fahre dann super damit. Ja, ich glaube, es ist also das ist ja die große Challenge, glaube ich, deinem Release trotzdem genug Zeit zu geben, sich zu entwickeln, aber gleichzeitig ja auch die Algorithmen, die ja schon auch davon leben, einen beständigen Output zu haben, regelmäßig zu releasen, das irgendwie da die Mitte zu finden. Ja. Ich glaube, das ist der goldene Schlüssel dafür. Es gibt ja viele Leute, die halten Musik inzwischen oder Veröffentlichungen inzwischen für Content. Mhm. Und während das natürlich terminologisch vom Begriff einfach richtig ist, halte ich es grundsätzlich, ich persönlich distanziere mich davon und sage, okay, Musik releasen ist Content, man muss Spotify und die Plattform betrachten wie Social Media und die Leute wollen Content. Einerseits stimmt's, andererseits finde ich das dann doch eher unromantisch. Deshalb muss da, glaube ich, jeder einfach hinfühlen, was für das Projekt das Richtige ist. Total. Und irgendwann kommt man da auch in den Groove rein. Und heutzutage muss man einfach auch ein bisschen auf die Daten gucken. Das ist einfach ein Faktor. Ich glaube, jeder kennt Spotify for Artists. Jeder hat diese kleine Besessenheit. Um 14 Uhr hat es schon geupdatet. Aber wenn man sich da ein bisschen reindenkt, dann kommt da schon Rhythmus rein, glaube ich. Total. Cool. Nice. Bin ich dran? Ich glaube schon, ja. Ich bin dran. Komm, wir machen noch eine. Okay. Wir sprechen es auch im Podcast immer wieder mal an. Hier kam die Frage, okay, ihr seid ein Vertrieb für elektronische Musik, vorrangig. Macht das was aus im Zusammenhang mit anderen Genres? An sich nicht, nee. Also die Frage kriegen wir tatsächlich immer wieder gestellt, gerade irgendwie in Onboarding-Gesprächen, auch in Gesprächen mit neuen potenziellen Kunden. Es macht de facto gar nichts aus, weil die Kontakte sind dieselben. Also wir pflegen enge Kontakte zu allen Plattformen da draußen, zu allen gängigen Plattformen. Ja. Und ob wir da dann Jazzmusik hinliefern, ob wir da Hardtechno hinliefern, ob wir da Hip-Hop hinliefern, ist im Endeffekt das Gleiche. Ja. Das Wichtige ist halt einfach da dann immer für die entsprechenden oder mit den entsprechenden Leuten auch zu quatschen und zu sagen, hey, wir haben hier ein Prio-Thema für Hip-Hop oder für Jazz. Mhm. Was braucht ihr da von unserer Seite? Aber das ist eine Aufgabe des Vertriebs. Klar. Die Kontakte, wie gesagt, sind dieselben. Die technischen Schnittstellen sind dieselben. Ich sehe es sogar eher als Vorteil, dass wir ein primär elektronischer Musikvertrieb sind. Weil eben viele andere Vertriebe da draußen andersrum keine Kontakte haben zu diesen wichtigen Playern im elektronischen Musikbereich wie Beatport, Tracksource, Juno. Ja. Und wenn du im elektronischen Musikbereich tätig bist, dann bist du einfach abhängig davon, dass deine Musik auch auf diesen Plattformen erscheint und dass sie nicht nur erscheint, sondern eben auch ordentlich platziert wird. Und das konnten wir halt schon immer oder schon jeher leisten. Und andersrum sind wir natürlich immer offen für neue Genres. Wir haben ja auch breit gefächert in unserem Roster von Jazz bis Hip-Hop bis
Lo-Fi bis Hard-Techno, ist alles vertreten. Ja. Dementsprechend gibt es da keine Limitation und auch, wie gesagt, auf technischer Seite unterscheidet sich das in keiner Form. Also zusammenfassend kann man sagen, technisch macht es grundsätzlich keinen Unterschied. Ja. Wir haben alle relevanten Kontakte für jedes Genre schlussendlich. Ja. Wir vertreiben auch aktuell schon so gut wie jedes Genre. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, der Vorteil ist schon da mit der elektronischen Musik. Mhm. Also allein schon die interne Erfahrung. Ich sag in Gesprächen immer ganz gerne, die Leidenschaft für elektronische Musik bei Dictis und dem ganzen Team, die ist so riesengroß. Ja. Ne? Und ich glaube, man kann nicht verschweigen, dass es schon ein riesengroßer Vorteil ist. Aber im Grunde genommen die technische Aggregation anderer Genres, überhaupt gar kein Problem. Ja. Ja. Wie gesagt, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dann in der Kommunikation es einfach dann auch zu flaggen zu den Partnern. Beispielsweise, wir haben jetzt auf einmal, ich glaube, Deutschlagers haben wir selbst auch im Roster, ja. Aber gehen wir davon aus, wir hätten es nicht im Roster, dann müssten wir halt dann in dem Fall, und das ist die Aufgabe eines professionellen Vertriebs, also so sehe ich das, dann auch mit den Partnern zu sprechen, was da die entsprechenden Hebel sind oder die Faktoren, die dann für eine Platzierung eben entscheidend sind. Das tun wir und das haben wir auf dem Schirm und da haben wir auch Bock drauf. Mhm. Wir wollen ja auch unseren Vertrieb ja öffnen für noch mehr Genres. Ich meine, jedes Jahr kommen gefühlt irgendwie zig neue Genres auf den Markt. Voll. Also die Landschaft verändert sich ja auch ständig. Ja? Deswegen umso spannender. Cool. Alright. Letzte Frage. Auch spannend. Lohnt es sich noch auf Compilations zu releasen? Vielleicht für die Gen Z, die nicht mehr weiß, was Compilations sind. Das sind im Endeffekt ja, früher hätte man gesagt Sampler. Ja. Bravo-Hits gibt es, glaube ich, heute noch. Klar. Die Bravo-Hits ist, glaube ich, so das Paradebeispiel für eine gut laufende Compilation. Mhm. Das ist im Endeffekt ja, man denkt sich einen Brandname oder eine Marke aus, eine Compilation-Marke und packt darunter eben eine Auswahl an Songs, die gut harmonieren miteinander. Ja. Im Fall der Bravo-Hits sind es einfach die aktuellsten, größten Hits. Und der User musste früher dann im Endeffekt beim Mediamarkt oder Saturn nicht von jedem Track die Platte kaufen oder die CD kaufen, sondern eben hat einmal die Bravo-Hits gekauft und hatte die größten Hits auf einer Platte drauf. Voll. Oder auf einer CD drauf. Für mich ist es so ein bisschen der Vorläufer zu was heute eben Playlisten sind. Total, ne? Ja. Also das kommt historisch auch ein bisschen daher, dass es das früher einfach nicht gab. Mhm. Ne? Also früher hast du halt deinen MP3-Player oder deinen CD-Player im Auto gehabt und hast dann nicht kurz eine Spotify-Playlist Today's Top Hits anmachen können, sondern hast halt bei MediaMarkt die Bravo-Hits gekauft und dann hattest du Today's Top Hits auf CD bei dir im Auto. Mega. So. Und es ist natürlich eine Praktik, die findet heute noch statt. Compilations werden immer noch zuhauf erstellt. Ne? Und ich glaube, es macht Sinn. Also einmal macht es für Compiler natürlich Sinn und für Labels und Artists auf diesen Compilations zu landen. Vor allem natürlich, wenn es eine gute ist, macht auch Sinn. Ne? Total. A, glaube ich, dass man eben dieses Pairing dann hat mit anderen Artists, die da drauf sind, was ich für einen riesengroßen Faktor halte. Ja. Ne? Jetzt sind wir schon wieder bei Algorithmen, aber Algorithmen stellen ja auch Zusammenhänge zwischen dir und deinem Projekt und anderen Projekten her und gucken, ah ja, guck mal, hier ist diese Person im Zusammenhang mit dieser Person. Und so spinnt sich dieses algorithmische Netz und deshalb finde ich es eine sinnvolle Angelegenheit. Natürlich ist es eine Prestigesache, wenn man für eine große Compilation gepickt wird, dann kann da schon nicht nur monetär richtig gut was bei rumkommen, sondern auch in der Außenwahrnehmung für dich und dein Projekt. Und man kann nie wissen, wenn so eine Compilation mal gut läuft. Ja. Also die Dinger charten dann doch immer wieder überall. Es kommt schon immer wieder total, mal vor. Total. Und ich glaube, es ist trotzdem auch nach wie vor sehr unterschätzt. Also klar, die ganz großen Compilation-Jahre sind vielleicht schon hinter uns, ja, aber es ist nach wie vor ein relevanter monetärer Faktor für viele Labels, die auch gerade
einen größeren Backkatalog haben, wo auch beispielsweise die Releases schon mehrere Jahre zurückliegen. Mhm. Da stellen einfach Compilations doch immer mal wieder dann eine Möglichkeit auch dar, diese alten Tracks nochmal mit neuen zu verbandeln und wieder neu irgendwie ja, entdeckt zu werden von anderen Hörern. Das ist Backkatalog-Auswertung. Voll, total. Ja. Und das ist ja auch definitiv ein wichtiger Punkt gerade für große Labels. Dementsprechend bieten wir auch das bei Dictus an. Also jeder unserer Labels kann sein Content auch für Compile, das ist unser In-House Compilation-Tool, freistellen oder freigeben. Und dann bekommt ja jedes Label, sollte ein Track verwendet werden, die Möglichkeit auch beispielsweise zu sagen, okay, nee, die Compilation gefällt mir nicht und da Widerspruch einzulegen. Und dann wird der Track dann auch nicht veröffentlicht. Aber in der Regel, wir haben ja Compiler auch, dedizierte Compiler bei uns an Bord, die professionell auftreten und im Endeffekt höchst professionell da auch Compilations erstellen und auch keinen Quatsch machen. Und in der Regel werden ja dann diese Compilations dann auch veröffentlicht und ist definitiv ein Faktor, monetär gesehen. Ja. Also ich sehe es zum Beispiel auch als Label-Compilation total sinnvoll. Ich habe das jetzt mit meinem Label auch gemacht, habe gesagt, okay, jetzt ist wie so ein Chapter des Labels mal ein bisschen hinter uns. Voll. Ja. Und für diesen Label-Abschnitt, mache ich jetzt einmal eine Compilation, da kommen die besten Tracks. Ich glaube, bei mir war es des Jahres einfach drauf. Und dann ist es auch eigentlich eine schöne Sache, die da einfach mal als Sammlung dann bei dir liegt, auf den Artist-Profilen ist und so weiter. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Compilations polarisieren schon auch. Also absolut, ja. Gerade ich in meinen Gesprächen mit den Labels merke schon immer wieder, es gibt natürlich in solchen Gesprächen immer Fragen, da weiß man genau, wo die hingehen. Und bei Compilations weiß man nie, wo diese Frage hingeht. Denn wenn nach Compilations gefragt wird, dann kann es entweder sein, hey, bietet dir das an, weil ich will unbedingt auf Compilations, weil es eben, wie gesagt, monetär ein immens wichtiger Faktor sein kann. Ja, da kann schon richtig was bei rumkommen. Es ist eine tolle Auswertungsmöglichkeit für den Backkatalog. Oder diese Frage kommt und die sagen, hey, ich will nie wieder auf so einer Compilation landen, weil man muss schon dazu sagen, gerade in den, du hast es gerade schon gesagt, die großen Compilation-Jahre sind vielleicht schon vorüber, aber während dieser großen Compilation-Jahre wurde auch viel Schmuh getrieben. Ne? Absolut, ja. Also, dass man sich da nicht, dass sich viele Compiler weltweit da nicht so wahnsinnig bemüht haben, eigenartige Artworks genommen haben und. Deshalb polarisiert dieses Thema eben so stark. Mhm. Ich habe auch so das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen sind absolut positiv gestimmt, die sehen da auch eine riesen Chance drin. Und die anderen, die sind einfach, die haben einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Man muss auch dazu sagen, wir beispielsweise haben immer Abstand davon genommen, einen Track zu oft zu vercompilen. Voll. Vercompilen, schwieriges Wort. das, so wie du sagst, das nervt dann den Künstler, wenn dann irgendwie zum 20. Mal ich auf der Pure Chill Out oder whatever lande. Wir haben da immer schon so einen Counter drin gehabt, wo der einfach gesagt hat, okay, nach der zweiten oder dritten Verwendung des Titels auf einer Compilation, auf welche auch immer, wird der Titel einfach gesperrt. Kann er nicht nochmal verwendet werden. Ja? Ja. Einfach um diesem Problem auch vorzubeugen und dem Künstler auch nicht das Gefühl zu geben, okay, sein Titel wird da verramscht. Deswegen aber so wie du sagst, es gab halt auch andere Vertriebe und Partner da draußen, die da echt Schmuh getrieben haben und die dem ganzen Compilation-Thema doch dann auch so einen negativen Touch vielleicht gegeben haben für den einen oder anderen. Ja. Ja. Aber spannend, ja. Warst du schon mal auf einer Compilation drauf selbst? Ich war schon auf ein paar Compilations drauf. Ich war auch in meinem früheren Leben auf sehr großen Compilations drauf. Also so, gerade Kontor hat ja riesengroße Compilations auch gemacht früher. Und auf solchen Compilations so richtig in CD-Form auch. Also es ist schon was. Ne? Ja, es ist schon. Ich glaube, es ist immer noch im Auto von meiner Mutter, diese CD. Das ist schon schön. Ja. Aber ja, es ist einfach auch ein ganzes Geschäftsmodell. Total, du sagst, wir haben dedizierte Compiler. Es gibt Leute, die machen einfach nur das. Ja. Da muss, glaube ich, jeder wieder für sich entscheiden,
wie es halten will mit den Compilations. Ja. Auch vielleicht an der Stelle, wenn einer von unseren Labels zuhört und die selber auch als Compiler an den Start gehen wollen, also meldet euch einfach bei uns. Ihr müsst uns dann auch so ein Stück weit einfach euer Konzept und eure Gedanken auch dazu teilen, was ihr vorhabt. Aber im Endeffekt können wir euch jederzeit dann auch freischalten für das Compile-Programm als Compiler. Habt dann Zugriff auf unsere komplette Datenbank, also auf die Tracks im Endeffekt, die wir von unseren Partnern bekommen. Und dann könnt ihr da Compilations erstellen, bekommt dann auch einen gewissen Split von den Einnahmen. Klar. Habt da im Endeffekt dann nochmal einen weiteren Income könnt da so ein paar Kröten nebenbei verdienen. Ihr Compilation Tastemaker. Ja, voll. Nee, cool. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Wenn du nicht noch was hast. An der Stelle nochmal sei gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schickt ihr uns rum. Ich meine, wir sind auf allen Kanälen erreichbar. Deswegen shoot einfach die Fragen rüber und dann sind die vielleicht schon im nächsten Podcast drin. Genau. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Freuen wir uns. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann. Peace.